Ein Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Er ist eine faszinierende Lebensgemeinschaft von Pflanzen, Tieren und Pilzen. Wer den Wald mit seinen faszinierenden Facetten kennenlernen möchte, sollte sich mit allen Sinnen darauf einlassen. Farben und Formen wahrnehmen, unterschiedlichste Lichtstimmungen erleben und vielfältige Gerüche und Geräusche in sich aufsaugen. Der Wald hat etwas Magisches. Er strahlt Kraft und Ruhe aus. Und jeder Quadratmeter Wald lädt zu neuen Entdeckungen ein. Der Leitsatz für den Nationalpark wurde von Hans Bibelrieter geprägt und lautet: Natur, Natur sein lassen. Das bedeutet, die ablaufenden natürlichen Prozesse im Nationalpark, ungeachtet dessen, ob eine Art nützlich, schön oder schädlich ist, gewähren zu lassen, letztlich die Natur um ihrer selbst willen zu lieben. Der deutschstämmige amerikanische Forstwissenschaftler und Ökologe Aldo Leopold hat es einmal treffend formuliert: Ein Land darf sich erst dann als kultiviert und zivilisiert bezeichnen, wenn es seiner Wildnis genug Bedeutung schenkt. Der leitende Forstdirektor Karl Friedrich Sinner ist seit 1998 Leiter der Nationalparkverwaltung. Er erläutert die Philosophie des Nationalparkgedankens. Der Wald im Nationalpark ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein Wald, in dem die Interessen des Menschen an der Produktion von Holz keine Rolle mehr spielen. In dem Bäume, alle anderen Pflanzen, alle Tiere, die in diesem Wald vorkommen, leben können, geboren werden können, sterben können, nach ihren eigenen Regeln, im Grunde genommen die Freiheit, die allem Leben im Nationalpark durch diese Entscheidung, hier forstwirtschaftlich nicht mehr zu arbeiten, den Wald nicht nach unserem Bild zu formen, getroffen worden ist. Es ist gleichzeitig eine Einladung an den Menschen, an dieser Freiheit teilzunehmen. Und sich daran zu freuen, wie ungeheuer vielfältig und spannend der Wald als Naturerscheinung ist, der nun plötzlich alle Altersstufen enthält, der alle Strukturen, alle Farben, alle Formen wieder in seiner Antwort auf den ihm besuchenden Menschen geben kann, die ursprüngliche Wälder hatten. Allein die Vorstellung, dass bei den abgestorbenen Bäumen, wenn sie dann abbrechen, jede Bruchkante so individuell strukturiert ist wie der Fingerabdruck eines jeden Menschen. Und dass diese Individualität, diese Formenvielfalt eine Fülle unterschiedlicher Lebensräume bedeutet, dass Farben aufscheinend werden, die man sonst in Wäldern nicht findet, vom dunklen Orangerot frisch abgebrochener Bäume allmählich im Zersetzungsgang zu einem dunklen Mahagonibraun, durchzogen vom weißen Gefleck von Pilzen, die Pilzfruchtkörper an den Stämmen in ihrer unterschiedlichen Farbe und Form, Flechten, Algen, die diese Lebensräume nutzen. Und dazwischen in den Licht- und Sonnenflecken, die durch diese reiche natürliche Strukturierung des Waldes kommen, ein heranwachsender Jungwald, die Möglichkeit für lichtliebende Pflanzen, für Blütenpflanzen, ihre Existenz zu finden und wiederum unterschiedlichsten Insektenarten Lebensraum zu bieten. Diese unendlich vielen Kleinigkeiten machen eigentlich die Faszination Nationalparkwald ohne menschliche Steuerung und Formen nach menschlichen Interessen aus.